Moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer ja, ganz besonderen Folge heute hier von der NF Marsch. Ja, der 21.12.2018. Da begann für uns die Geschichte NF Marsch im LS19. Und heute haben wir sage und schreibe die 600. Folge. Und ich muss sagen, wir haben ganz schön was geleistet. Also ich bin wirklich stolz auf das, was wir hier zusammengebracht haben. Wir haben wirklich viele Produktionen. Wir haben Felder ohne Ende, wenn man uns das nicht einfach mal so anguckt. Guck mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Felder, wenn ich das jetzt so richtig mache. Noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Felder. Plus eigentlich hier, da wo das Zentrallager ist. Hier haben wir eine kleine Fläche. Hier rund um das Sägewerk haben wir Flächen. Also es ist wirklich ein Riesending. Wir haben Produktion, hier die Zementproduktion. Wir haben ja die BGA, die uns gehört. Wir haben den Hühnerstall. Wir haben hier unten die Rinderzucht. Wir haben Düngerproduktion. Ah, hier haben wir noch ein Feld. Da ist übrigens Unkraut drauf. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Ja, was machen wir heute? Wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen länger machen wie normal. Das sollte klar sein bei so einem Jubiläum. Und wir sehen, der A104 hat den Trigger, das Ende der Route, erreicht. Keine Ahnung, was der gemacht hat, werden wir uns jetzt gleich mal angucken. So, der ist hier am Hopfen dreschen. Ja, der steht hier, der kann auch stehen bleiben. Das ist ein Zuckerrübenfahrer für die Zuckerfabrik. Ich denke mal, dass wir da auch erstmal 200.000 Liter, das sollte erstmal reichen. Das heißt, wir laden den noch ab und dann schicken wir den Kollegen zum Hof zurück. Und ja, der muss dann Unkraut spritzen. Ja, vor uns da ist der Wasser-LKW. Hast du schon abgeladen oder bist du gerade dabei? Ja, der ist gerade noch dabei. Dann warten wir ganz kurz. Oder wir gucken mal weiter. Ja, hier wird gepflügt, das Feld in 6. Das ist gut. Das ist der Wasser-LKW. Hier sehen wir Raps an auf dem Feld 19. Der braucht noch ein bisschen. Das ist ein Abfahrer. Das ist ein Abfahrer. Das ist ein Abfahrer. Genau. Hier, ja, da war noch was. Wir wollten Paletten einsammeln und einlagern. So, normale Palette. Da nach hinten alles wegbekommen. Ja. Das ist jetzt quasi alles, was wir hier aus der Molkerei bekommen. So. Spanngurte drum. Wo könnten wir noch was abholen? Ja, Mehl machen wir separat. Wir könnten ja zum Kieswerk. Beziehungsweise beim Zementwerk. Ja, wir gucken mal. Wir lassen den schon mal losfahren. Zementwerk. Doch, da ist ein bisschen was. Guck mal. Zement. Graue Steine und rote Steine. Dann könnten wir zum Schlachter. Der hat bestimmt auch was für uns. Ein bisschen Wurst. Ein bisschen Schweinefleisch. Nebenprodukte. Ja gut, Hühner haben wir noch keine hingebracht. Lämmer auch nicht. Ja, das heißt, der hat erstmal zu tun. Der steht hier. Ach, das ist der
Der fährt nach Hause. So, was ist hier los? Der wartet auf den Abfahrer, so wie es aussieht. Und wo sind die? Das war mir klar, dass der nicht wirklich weit kommt. So machen das in Autoload, dann besteht zwar die Gefahr, dass wir die Paletten dann irgendwann unterwegs verlieren, aber wir machen das mal so. Achso, hier, wo sind die Abfahrer da kommt einer. So, was machen wir noch heute? Holz. Holz machen wir. Und zwar habe ich mir einen schönen Mod mit reingenommen. Hier diesen schicken Holzvollernter. Wir lassen ihn so in der Standardausführung und mieten uns das Kollegen-Dings da einfach mal. So, das heißt, hier ist der Gute. Mit dem werden wir jetzt in den nächsten Folgen unseren kompletten Wald da unten am Sägewerk, an dem Sägewerkpunkt bei der Brauerei oder wie das heißt da unten verkaufen. Das heißt, wir schicken den einfach zum VK Sägewerk, da kann der nämlich erstmal alleine hinfahren. So, wie sieht es hier aus? 15 Minuten noch, okay. Du darfst auch mal fahren. Ach ja. Hier waren wir ja bei. Wir wollten den noch ausleeren. Und dann darf der nach Hause. Wie gesagt, mit dem müssen wir gleich Unkraut spritzen auf der 58 drüben. Warten wir, bis der ausgeleert ist. Ja, wir haben wieder sehr viele Fahrzeuge im Einsatz heute, muss ich sagen. Alles irgendwo am Rennen. So, gut, du kannst losmachen. Ja, du brauchst es sehr lange noch. Ja. Du kannst auch erstmal Feierabend machen, Pause machen. Wir brauchen nämlich, wenn wir Holz machen, auch den passenden Holzladewagen. Und da brauchen wir den LKW dazu. Der steht da vorne. Der steht da vorne. Mit dem fahren wir schnell selbst runter. Es gibt wirklich einiges zu tun hier, da müssen wir uns wirklich mal ranhalten. Sehr viel zu dreschen.
denke mal, wir werden es jetzt so handhaben, dass wir die Brauerei uns noch kaufen und dann werden wir erstmal allen Gewinn in die Schuldentilgung stecken. Ach, guck mal, wer da ist. Mal gucken, hier passen doch glaube ich 15 Meter maximal rein. Dann müssen wir mal überlegen oder gleich mal gucken, wie lange dieser neue Harvester, Holzernter, wie lange Stücke der verarbeiten kann. So. Können wir ja gleich mal gucken. So. Bis 8 Meter geht's. Wenn wir 15, dann machen wir 7 Meter Stücke. Dann kriegen wir die in zwei Lagen da drauf. So. Eigentlich ein Stückchen runter. Ah. Ah. So. Warte mal, das. Hier mitten auf der Straße. Das ist jetzt auch nicht so gut. So, einmal hier rüber. Wieder, wir fangen einfach mal an mit ein bisschen Holz. Das wird sich, denke ich mal, über einige Zeit hinziehen. Ich muss jetzt mal gucken, ob hier diese vereinfachte Kransteuerung an ist. War das hier oder war das hier? Vereinfachte Kransteuerung. Mal gucken, ob es so besser geht. Ja, solange die anderen Fahrzeuge da ja am Arbeiten sind, können wir uns ganz gemütlich hier drum kümmern. Wenn er mal hier sich nicht weggehängt hat jetzt. Ah ja, gut. Ah ja. Jetzt geht das richtig. So wollte ich das haben. Gibt's ja nicht. Ja, man muss erst wieder reinkommen hier in das Harvester-Geschäft. Sieht im Moment alles noch so ein bisschen wie Kreuz und Rüben aus. Das ist eine Laterne. Die tun wir nicht mit abjagen, abmähen, ab. Dingsen.
müssen aber gleich mal den MB-Truck losschicken. Damit der das Unkraut wegmachen kann. Ah, komm, raus hier. Können wir hier mal weitermachen, dass wir erstmal von der Straße wegkommen. Aua. Na. Baum fällt. Ja, ich glaube, wir werden jetzt einmal kurz die Bäume einsammeln, die Straße frei machen und dann gucken wir uns die anderen Sachen an. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem gearbeitet. Start Unload und Type Loading. Achso, B ist. O machen wir rüber. Okay. So, und wie tun wir die Position ändern? Was war denn das? Speile? Ne? Wo ist das? Funktioniert sogar einigermaßen. Ja, guck mal, da haben wir das auch erledigt. So, jetzt können wir mal wieder gucken. Der ist unser nächster. Ah, holen wir da mal jetzt den Rest ab vom Zementwerk hier. Weil ich denke, dass wir das eher vorne aufladen werden. Will nicht so wie ich will. So, das haben wir schon mal alles drauf. So, wie viel Platz haben wir hinten noch? Geht nicht mal alles drauf. Wahnsinn. Aber die zwei Paletten, die können wir zur Not stehen lassen. Das heißt für dich jetzt erstmal zum Zentrallager. Zentrallager.
Werkstoffe sind das. Los, geh. Na. Da sollst du längs fahren, Mann. Ist doch nicht so schwer. So, der fährt. Wo ist der MB-Truck? Da. Du musst Pflanzenschutz spritzen. Aber sowas von. Betrieben einfach mal hin dem Anhänger. Und schicken den schon mal rüber auf die 58. So, viel Spaß. Ja, alles andere läuft ja im Moment. Wir können ja mal gucken, wie viele Zuckerrüben wir hier schon von der Mission haben. 550.000. Ja. Aber dann will ich sagen, wir machen weiter mit Holz. An die Maschine. Das ist alles so. Dann machen wir das so. Ein bisschen anheben. Bis wir hier den Wald wieder runter geerntet haben. Das wird sehr lange dauern. Aber der Vorteil ist, in der Zeit können wir na klar Baumstammpaletten auf Vorrat produzieren, die wir jetzt na klar erstmal nicht ins Sägewerk schmeißen werden. Sondern jetzt werden wir nur das Holz hier nutzen. Geht die Birke auch, aber ich glaube eher nicht. Oder? Der Baumtyp wird nicht unterstützt. Ja, da müssen wir uns irgendwie da mal weiter einzwängen. Ja, alles gar nicht so einfach hier. Der will irgendwie nicht. Ah. Wir müssen vielleicht dann irgendwie relativ bald mal die Baumstümpfe entfernen. Damit wir da einfach besser fahren können. Weil die doch teilweise relativ hoch sind, wie ich mir das so anschaue. Gucken wir mal, das wird hier hinten. Oh, der LKW ist schon am Zentrallager. Es ging sehr schnell. Ja, man muss hier wirklich erstmal einen gewissen Anfang hinbekommen.
dann sollte das Ganze auch ein bisschen einfacher sein. Ja, jetzt hängen wir hier an der Laterne fest. So, wir sammeln aber erstmal wieder schnell noch ein. Autoload nach rechts. Gut, so, dann schieben wir den einfach mal hier rein. So, wir müssen jetzt aber trotzdem mal gucken. Oh, guck mal an, der ist gleich fertig hier. Das ist gut. Ja, Lager. Set. Müssen wir mal gucken. Das ist ja auch Milch dabei. Deine. Das kommt mal hier so hin. So, wie sieht hier aus? Hier wird auch alles weggenommen, das läuft. Ja, müssen wir mal warten, bis hier alles weg ist. Dann laden wir die Milch auf oder die Milchprodukte und bringen die dann mal ins Kühllager noch. Hier passiert gar nichts. Stell dich richtig hin. Ja. Hier noch einmal. Jo, das sieht doch schon mal gut aus. Wir hatten ja gesagt, wir haben 5000 pro Palette. 20 Paletten auf ein Ding, also 100.000 Liter, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das heißt, wir könnten dann später mal gucken, wo wir 100.000 Liter im Lager haben, dass wir da dann dementsprechend Sachen verkaufen fahren. So. Ja. So, und jetzt geht's für dich einmal schnell zum Kühllager, bitte. Kühllager, 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 ganz unten. Kühlhaus. Ja, wir können ja schon mal gucken. Wir können ja schon mal zwischenzeitlich gucken. Zentrallager, Werkstoffe. USB-Platten. Hätten wir genug. Spanplatten gar nicht. Und Pellets könnten wir verkaufen. Holzstamm, Karton, nö, Papier. Rein theoretisch, ja, Zement wäre genug da, rote Steine hätten wir auch. Aber da würde ich fast noch sagen, da warten wir einfach noch ein bisschen.
Oh, warte, wenn der jetzt halt war. Wenn du jetzt gerade hier längs fährst, dann fahren wir doch schnell beim Schlachter vorbei. Wir hatten doch Schlachter, wo hatten wir denn noch Paletten rausgeholt? Der Arion ist fertig. Jo, das ist sehr gut. Zuckerproduktion und so hatten wir nichts mehr. Wie sieht es denn beim Zellstoff aus? Oh ja. Da haben wir schon fast keinen Platz mehr. Dann, ja. Weißt du ja, wo du hin musst? Zellstofffabrik, Abholung bitte. Ich habe im Übrigen auch hier den Schlachter ein bisschen nach hinten gesetzt und jetzt passt der Weg raus. Nicht mehr wirklich. Fällt mir jetzt gerade so auf. Komm, dann tun wir mal ein bisschen Kosmetik machen. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ich habe den eigentlich nur in der Position hier nach hinten verschoben. Das mal so ein bisschen smoother machen. So, mal gucken, passt das? Ich hatte einfach die Hoffnung, dass er dadurch besser hier rauskommt. Boah, scheint erstmal zu funktionieren. Gut. So, weiter im Text. Ja, du brauchst noch 5 Stunden. Das ist klar. Du bist auch sehr hart dabei. Aber guck mal, hier sind wir gleich fertig. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So. Du machst weiter. Ah ja, guck mal. Hier ist einer auf der 58 angekommen. Da werden wir, glaube ich, noch keinen Kurs haben, oder? Spritzen, Spritzen. Doch, Spritzenfeld 58. Düngen. Erster Wegpunkt. Und wir sagen, da war es. Feld 58. Und aufladen tust du am Hof. Flüssige Lager mit Pflanzenschutz. Oh, sollte. So, du hast noch 26 Minuten. Und der ist fertig. Jetzt ist die Frage, kann ich mit dem hier Zuckerrohr ansehen? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Müssen wir uns mal überlegen, wie wir Zuckerrohr in den Boden bekommen. Weil mit der originalen Zuckerrohrmaschine möchte ich ehrlich gesagt nicht fahren. Wir müssen mal gucken, ob wir eventuell mit der Einzelkorn das machen können.
Ansonsten muss ich mal gucken, ob wir noch irgendwie einen Mod finden, wo wir Zuckerrohr mit ansehen können. So, aber um sicher zu gehen, lass uns noch mal durchgucken. Gerste, Hafer, Raps, Sojaöl, Rettich, Hopfen, Roggen, Dinkel, Hirse, Mohn, Luzerne und Meeresgras. Ne, ist definitiv nicht. So, Pappel, Mais, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Baumwolle. Auch nicht. Gut, dann muss ich auf jeden Fall da nach einem Mod schauen. So, der bringt schon wieder Zuckerrüben hier. Ach, du bist hier schon angekommen. Dann laden wir doch mal auf, was es aufzuladen geht. Einer ist noch Platz. Für einen ist noch Platz. So. Aber trotzdem fahren wir jetzt erstmal zum Kühllager. Wir haben jetzt zwar wieder gemischt drauf, aber ja, das ist dann halt so. So, hier haben wir noch 440.000 Liter. So, der Lexion. Ups. Der Lexion ist fertig. Entschlossen. Das heißt, wir können weiter dreschen. Dann würde ich sagen, dass wir als nächstes, bevor wir hier, wir müssen mal gucken, müssen wir hier blühen. Vermutlich. Dann würde ich nämlich hier als erstes einmal Gülle fahren. Da lassen wir den Kollegen mit dem Güllefass. Aber irgendwie, es ist immer, wenn man in den Einstellungen in diesem einen Bereich ist, dann dauert das irgendwie 3 Stunden, bis der da reinkommt oder wieder rausgeht. Da hoffen wir, dass es gleich weitergeht. Ja, Inhalt wird gespeichert, das heißt, wir verlieren gerade die ganzen Paletten. Ja, wir wechseln jetzt mal hier rüber. Ja, da können wir gleich wieder Paletten suchen gehen. Komm, wechsel darüber. Ach ja. So ist das manchmal mit dem LS. Stunden später tut sich dann was. Vielleicht. Oder auch nicht. Dankeschön. Wir brauchen den LKW. Und müssen den anhalten. Ja, es fehlen ein paar Palettchen, würde ich sagen. Genau so, wie ich das erwartet habe. Aber guck mal, die sind alle relativ kompakt hier. Dann können wir uns hier dazwischen zwängen. Ah. So, alles wieder da. So, dann fahren wir einfach schnell selbst hier rein. So,
Gut, das dauert jetzt wieder. Ja Gott, da lassen wir uns erstmal uns in den hier schwingen und den schon mal weiter aufs nächste Feld bringen. Ach nee, genau. Wir waren eigentlich am gucken. Genau, hier muss gepflügt werden. Also güllen wir mal. Dann können wir mal endlich wieder Gärreste verballern. Und wir machen weiter. Ich denke mal als erstes mit der 27, mit dem Ackergras oder Vermehrungsgras. Weil da müssen wir dann eh die Silageballen wieder pressen. Das ist ja nochmal zusätzliche Arbeit. Deswegen würde ich sagen, machen wir das als erstes. So, das Maisgebiss stellen wir einfach hier auf die Wiese. So, 27 haben wir gesagt. Dann mach du mal darüber. So, du bist hier am Unkraut. Das läuft und das läuft. Ja, dich müssen wir als Güllefahrer vorbereiten. Wir müssen aber, glaube ich, noch den Abholpunkt am Gärrestelager neu machen. Ich glaube, den haben wir, seitdem wir das neue Autodrive-Netz haben, noch nicht aktualisiert, wenn mich nicht alles täuscht. Da vom Drescher. Oh ja, das war knapp. Das war jetzt aber richtig knapp. Und genau, ich wollte mal gucken nach einem anderen Güllefass. Das machen wir auch für die nächste Folge. Weil dann können wir nämlich. Ah, da ist aber noch was drin. Ja gut, Gärreste haben wir eh genug. Dann fahren wir mit dem einfach schon mal zum Shop rüber. Haben wir den eigentlich hier oben drin? Ne, der ist dann auch unter den Verkaufsstellen. Fahrzeughändler. So. Ja, dann würde ich aber sagen, wir gucken mal auf die Uhr. Wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde gemacht. Als XXL-Folge für das Jubiläum ist das, glaube ich, ganz gut. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, was wir hier so getrieben haben. Und ja, man könnte ja sagen, auf die nächsten 600 Folgen. Oh, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein, liebe Leute. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Tschüss.